Nee, Naturbursche schon wieder dran, beziehungsweise willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses der Dicke. Und guck dir mal das an. Guck mal die Katze. Guck mal, wie friedlich die da sitzt, ne? Und so friedlich werde ich vielleicht auch gleich sitzen im Zug. Ich bin nämlich jetzt auf dem Weg zum Bahnhof. Heute ist Freitag. Morgen ist Samstag. Berlin Go Fest. Britzer Garden. Ich fahre jetzt nach Meining, sack Pupsi ein, dann fahren wir nach Berlin, dort treffen wir Hannes, suchen uns ein Hotel, übernachten da, gehen in den Britzer Garden und sehen vielleicht ganz viele Leute aus der Community, das weiß ich aber noch nicht. Ich bin auf jeden Fall auffällig gekleidet, Bier Power Tanktop ist am Start, dass die Leute einen auch erkennen. Grüße gehen raus an Natururin, gleich mal Werbung machen dann auf dem GoFest im Britzer Garden. Ich laufe zum Bahnhof und melde mich gleich zurück. So, ich bin jetzt am Bahnhof angekommen. Es ist genau 5.30 Uhr. Das sieht man hier. Passend dazu ist auch gerade ein Zug drauf. Jetzt ist er weg. Jetzt ist es ein Canyon. 5.34 Uhr fährt der Zug nach Meiningen. Ne? Und da werden wir dann Pupsi treffen. Es sind 14 Grad. Es ist bewölkt. Ich bin jetzt in Meiningen angekommen, ne? Das ist Meiningen. Das ist Pupsi. Ich habe keine Ahnung, was sie da macht. Aber das dauert mir jetzt so lange, weil die wird... Die macht einfach schon seit 10 Minuten. Deswegen habe ich mir jetzt 80 Cent rausgesucht. Das ist nämlich hier der Bahnhof. Der sieht nämlich wunderbar aus. Und hinter mir steht ein Snackautomat. Lauf mal kurz rüber zum Snackautomat. Da habe ich eine Salami entdeckt. Ihr wisst, ich bin ja nicht der süße Typ, sondern der herzhafte Typ. Und die kostet 80 Cent. Wir müssen das mal hier reinwerfen jetzt. So, 20, 40, 60, 80. Und jetzt 27 eingeben. Wie wat leer andere Wahl. Da ist doch Wurst drin. Bist du bescheuert? 2, 7, leer. 2, 7, leer. Ich komm nicht an die Wurst. Ja gut, so wird wohl nichts mit der Salami, also werde ich mir wahrscheinlich nicht suchen. Das war's. Mehr habe ich nicht zu sagen. Ja, erzähl ruhig nochmal. So, wir sind jetzt in Eisenach angekommen am Bahnhof. Jetzt müssen wir nochmal umsteigen. Das ist Pupsi. Jetzt seht ihr die mal, wenn sie nicht telefoniert. Und wir haben sogar einen Doppel-Snack-Automat gefunden. Und hier gibt es Beefy Roll Hot. Guckt euch das an. Die 51 Beefy Roll Hot. Und jetzt probieren wir mal, ob wir das schaffen. Wenn wir die 51 eingeben. Ja! Richtig genial. Beefy Roll Hot. So, wir stehen jetzt hier mitten im Bahnhofsgebäude. Pupsi wollte eigentlich gerade auf Toilette, aber das ging alles nicht. Ich werde jetzt die Beefy Roll hier essen und guckt euch mal um, wie es hier aussieht. Sieht das nicht herrlich aus? Einmal rundherum, guckt euch die Fenster an. Alles richtig brutal. Und jetzt eine Beefy Roll. Extra hot. Mit Brötchen drin. Das, ich habe noch nie Beefy Roll extra hot gegessen, glaube ich. Mann, ist das trocken. Jetzt merke ich erstmal, ich hasse Beefy Roll, weil das so mega trocken ist. Kauft ihr niemals Beefy Roll. Scharf ist es auch nicht. Normale Beefy, okay, aber niemals Beefy Roll. Oh, oh, oh.
So, jetzt sind wir angekommen, Berlin Hauptbahnhof und endlich kann ich das Ding abnehmen. Meine Ohren sind schon abgefault. Ich werde mir jetzt erstmal irgendwo ein Bier ziehen und dann auf Hannes warten. Es dauert nämlich noch eine Stunde, bis Hannes kommt und ja. So, weil wir jetzt natürlich noch auf den Hannes warten müssen, müssen wir uns natürlich auch erstmal ein Wartebierchen gönnen. Außen, was ist das? Burger King? Burger King für 2,99 Bier in Berlin. Guck dir das an, Berlin und Pupsi. Alter, ist das eklig, oder? Was ist denn? Da ist ein Haar dran. Da ist ein Haar dran, okay. Ich muss sagen, das Heineken schmeckt eigentlich richtig gut. Kenne ich so gar nicht. Habe ich, glaube ich, auch noch nie aus der Dose getrunken. Wir stehen jetzt hier vor dem Hauptbahnhof. Wenn man das mal rumdreht, sieht man hier auch das Gebäude. Berlin Hauptbahnhof. Und Pupsi hatte gerade ein Haar in ihrem Chili Burger. Aber die schmecken verdammt gut. Bei uns gibt es kein Burger King. Wir sind immer auf McDonald's angewiesen und der ist schon ewig weit weg. Deswegen gönnt euch Burger King. Schmeckt einfach ganz anders. Welches Team seid ihr? Team Maggis, Team Burger King? Schreibt es mal in die Kommentare. So, der erste Weg in Berlin führt dich natürlich zum Mediamarkt, weil was brauchst du, wenn du eine Kamera hast? Natürlich eine Speicherkarte, dass du auch was aufnehmen kannst. Und wir empfehlen hier diese SanDisk Extreme, oder weil ich die gar nicht kenne, die SanDisk Elite, Elite. Beide haben 128 GB. Ich glaube, die werde ich mir jetzt einfach mal hier mitnehmen und hoffen, dass das passt. Meine aktuelle ist auch eine SanDisk Extreme, aber mit 64 GB. 128 ist einfach nochmal mehr, ne? Mehr. Hallo. 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 Guck dir das mal an. Wir haben ganz viele Rittersport gefunden. Aber ich bin ja eher der herzhafte Typ, ne? Das ist Berlin. Das ist Berlin. So, Pupsi kam jetzt auf die glorreiche Idee, zu Starbucks zu gehen. Ich war da noch nie. Sie wahrscheinlich auch nicht. Was wir uns bei Starbucks holen, das seht ihr gleich draußen. Aber guck mal hier rein. So viel Auswahl für den Ramses. So, was haben wir uns jetzt geholt? Guckt euch das an. Das ist ein Strawberry Cream Frappé, was auch immer Frappé bedeutet. Das ist ein Bananasplit Coffee Frappuccino. Und das ist der Hannes. Moin! Moin! Das ist der Hannes! Moin! Sieht wieder aus wie der Schornsteinfeger. Guck mal, haben wir schon den ersten gefunden. Kennt ihr den? Habt ihr den schon mal gesehen? Wahrscheinlich nicht. Das ist der Dubstep Ramen. Auch bekannt als Raffi Shango. Kennt ihr Raffi Shango? Habt ihr so einen schönen Bart schon mal gesehen? Sieht aus wie Naturin, ne? Bisschen Naturin ist da dran. Dubstep Ramen, Raffi Shango. Wenn ihr den kennt, schreibt es mal in die Kommentare. Und das ist der Hannes da hinten, der Schornsteinfeger. Vor allem fährst du 10.000 Kilometer nach Berlin. Und was findest du in Berlin? Den Meininger, ja? Wenn ich weiß, was Meininger ist, also Pupsi kommt aus Meiningen, das ist der Meininger, also das verfolgt einen. Ansonsten haben wir den Überblick gefunden. Der Dubby ist jetzt weitergezogen, den sieht man bestimmt morgen beim GoFest nochmal auf dem Fest mit Ticket. Und eben ist die Mütze weggeflogen, der Zylinder sitzt, die ja. Mütze fliegt. Und ich habe gehört, der Hannes, der hat noch ein Begrüßungsbier dabei. Oh ja, genau, das habe ich auch noch dabei. Guck dir das an, Fish and Chips. Da kannst du dich reinlegen. Das sieht so knusprig aus. Ich gehe kaputt. So stelle ich mir eine Badewanne gefüllt vor. So. Ah, okay. Ja, rennen einfach alle rein. Ja. Mach ich auch mal so. Wir fällt nämlich erst 13, deswegen. Meine Mütze ist black. Meine Maske ist black. Meine Ohren sind black. Kennt ihr noch Black von MC Ramses? Das ist ein ganz alter Klassiker, ne? Hm.
Und wir sind jetzt eigentlich gerade Brandenburger Tor, aber halt in der U-Bahn-Station, deswegen sieht man nichts. Nochmal Richtung S-Bahn. Central Station. Central Station. Einsteigen bitte. Guck dir den Bombenlicher an. Kennt ihr YouTube-Kacke? Also ich schon. Soos, ein geläufiger Begriff aus der YouTube-Kacke-Szene. Ihr wisst Bescheid. Jetzt hauen die einfach alle ab. Sehr schön. Muss man hinterher wuseln. Gucke hier. So, wir sind jetzt hier an der Oberfläche angekommen. Vor uns ist das Brandenburger Tor. Das ist natürlich eine Arena in Pokémon Go. Da ist auch ein Darkrai Raid. Kann ich mal zeigen, wenn man das sieht. Da ist ein Darkrai Raid. Da sind sogar Leute drin. Ich glaube 13 Leute oder so sind in der Arena. Wir machen aber nicht mit, glaube ich. Wir suchen eigentlich einen Arktos Raid, um den Arktos Community Raid zu machen, weil ja Freitag ist und der Raid-Boss-Wechsel war. Das wäre auf jeden Fall richtig genial. Und das ist das Brandenburger Tor in seiner vollen Pracht. Schaut es euch mal an. Was ist? XXL-Brezel. XXL, ach so, XXL-Brezel, Moment. Die sind natürlich wichtiger. Wir laufen mal zu den XXL-Brezeln, gucken uns die noch an. XXL-Brezeln. Habt ihr sowas schon gesehen? Schreibt es mal in die Kommentare, ne? So, nach der U-Bahn folgt die S-Bahn, die gewöhnlich natürlich auch unter Erde ist, wie man hier sieht. Was ist also der Unterschied zwischen U-Bahn und S-Bahn, wenn alles unter der Erde ist? Habe ich noch nie verstanden. Ging ja beim ISMO schon so los. Alles U, USA. Potsdamer Platz, Potsdam. Grüße an der Turin. Ich mache extra Werbung für dich in ganz Berlin. Ob das jetzt gut oder schlecht ist, weiß ich nicht. Danach guckt dich keine Sau mehr. Wir sind jetzt hier in so einen Asia-Supermarkt eingedrungen. Hier gibt es natürlich lauter geniale Biere. Kirin Free, Sapporo, versteht ihr? Die Safari-Zone im August ist in Sapporo. Hier ist auch das Tsingtao, das kennt man ja. Singa kenne ich auch. Asahi, das hat der Hannes mir, glaube ich, mal als Dose geschickt. Und hier gibt es noch verschiedene Iki-Biers. Was ich jetzt gesehen habe, guck dir das an. Ultra-Eistee mit Vegeta drauf. Oder hier Ultra-Eistee mit... Das ist kein Son Goku, das ist der Sohn. So, keine Ahnung, wie der heißt. Und der Hannes, der hat sich schon wieder hier zu schaffen gemacht. Der hat nämlich hier... One Piece. Ja, das habe ich eben nicht gesehen. Ich wusste gar nicht, dass das One Piece ist, Ultra-Eistee. Weil das erste Bild, was ich gesehen habe, war Nami. Nur das hier und habe gedacht, alles klar, kein Wunder, dass der Hannes da so steil geht. Nami, aber ich suche Ruffy, aber Ruffy. Aber das ist alles. Ja, Ruffy gibt es nicht, schade. One Piece Ice Tea, aber Ultra Ice Tea, also so wie hier, also die gehören irgendwie alle zusammen. Ist so ein Gohan. Ein großes, dickes Haus. Vegeta Blue. Vegeta Blue. Wir gucken ja eigentlich nur, ob es hier drin Samyang-Nudeln gibt, ja. Mehr wollten wir ja gar nicht. Sieht aber auf jeden Fall interessant aus. Sehr interessant. Weil hier alles Prawn Crackers. Guckt euch das an. Käse, Schießsticks. Das hier, Leute. Sticks zum Schießen. Ne? Sogar Lays. Es gibt Lays. Die kannst du bei uns aber auch haben. Oh my goodness. Wir haben Samyang Soße gefunden. Die Bulldark Hot Chicken Flavored Mayonnaise. Ich glaube Mayonnaise. Obwohl... Mayonnaise von Samyang habe ich noch nie getestet. Wenn ihr mal Pommes habt, Mayonnaise drauf macht, Samyang-Mayonnaise, die ist bestimmt richtig brutal. Ich weiß nicht, ob das gut ist, wenn man die ganze Zeit jetzt rumzerrt in der Wärme, aber die würde mich auf jeden Fall mal interessieren. Ich glaube, die muss ich unbedingt mitnehmen und dann testen wir die auch mal bei Ramses Küche, Kitchen. Okay, Pupsi hat Samyang-Nudeln gefunden. Ich laufe dir mal kurz unauffällig hinterher. Alter... Vor allem hier die Soßen. Guck mal, wie viele von den Flying Goose Soßen es hier gibt. Die kleinen und die großen und die Srirachas. Und hier gibt es sogar Hemp-grüne Flying Goose Sriracha Soße. Noch mehr anderes, die normalen. Die Blackout sehe ich nicht. Die Blackout ist ja eigentlich die schwarze. Hier gibt so viele Sorten, die ich überhaupt gar nicht kenne. Und hinter mir habt ihr Samyang.
Samyang, too spicy, die normalen Samyang. Wir haben den Stew Thai, wir haben Kimchi, wir haben die, Moment, wir haben die Bulldog Light, also das sind die also gesunden. Die, Light, ja. Die sind nämlich nicht frittiert. Und hier hast du diese Reiskuchen-Dinger dabei. Reiskuchen. Ich glaube, die schwarzen, weiß ich gar nicht, ob ich die schon probiert habe. Hannes hat jetzt hier auch noch mal ein Päckchen. Super Red, spicy. Shin Red Super Spicy. Ich glaube, da muss man mal ein paar Sachen mitnehmen. Da muss man sich mal eindecken und mal reinziehen. Sowas brauche ich bei mir in der Hood und nicht in Berlin. Also. Guck mal, Hannes, nimm gleich einen ganzen Karton mit hier. Sriracha Hot Chili Soße. Ja, 5 Stück zu mitnehmen, dankeschön. Das ist Berlin, beziehungsweise, das ist eigentlich nur ein Stück Mauer, ne? Aber guck dir mal die Lippen an, sehen die nicht fruchtig aus, sieht aus wie eine Pflaume. Und das steht jetzt hier einfach so rum. Lass mich raten, ist bestimmt eine Arena, ein Pokestop. Alter, die Tüte greift an. Der hat auch noch eine Rückseite und die Rückseite sieht dann ungefähr so aus. Das ist Berlin. Wollt ihr noch was anderes sehen? Der Hannes hat im Asia-Shop jetzt hat sich Eier gekauft. Der Hannes hat nämlich keine Eier und deswegen hat er sich jetzt Eier im Asia-Shop gekauft. Und passend, weil der Hannes so schwarz ist, hat er natürlich jetzt auch schwarze Eier, denn das sind tausendjährige Eier. Wir haben uns da damals schon mal ein Video gemacht mit Manns Haulwurf und einem Wuser und ein Ditchen. Ist nicht mehr online. Kesto kommt bald. Hannes ist dann da auch. Tausendjährige Eier. Kesto, du wolltest die, glaube ich, schon immer mal probieren. Ja. Hannes hat die jetzt extra mitgenommen. Für dich, dass du die mal probierst und wir in besserer Qualität ein neues tausendjähriges Eiervideo machen. Und jetzt möchte der Hannes noch was machen. Und zwar trinkt er jetzt ein Helles, Münchner Helles. Ich dachte Holbe. Holbe. Ahoybe. Ein Häubchen auf jeden Fall. Deswegen 3 Bier für 3 Männers. Pupsi, du bist jetzt ein Mann. Du trinkst jetzt ein Dosenbier. Das sagt der Finger, der auf dich zeigt. Guck. Zack und alles auf den Rucksack. Okay, ich nehme das, so habe ich mir das schon gedacht. Du musst nicht noch 5 Minuten warten. Ach, du machst es selber. Genial. Kann man nicht bitte warten? Nicht weiter, zieh, 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 zieh. Da passiert auch nichts. Es freut sich auch, dich zu sehen. Guck. Wie du immer. Ja, jetzt ist gleich kaputt. Jetzt reißt es ab. Ich sehe es schon. Nee, du hast es geschafft. Super. So, Hannes, hältst du kurz mal hier drauf? Ja, aber klar doch. Ich bin der Hannes, ich mach das und dann mach ich das. Ja, hoppa, so sieht es aus. Und jetzt nochmal alle zusammen. Prost, hier ist dein Bier und dann ist das Gelage schon perfekt. Prost. So, auf Berlin. Jawohl. Und auf Hannes und Pupsi. Jumai. Auf eine Halbe. Auf eine Halbe. Hoppa, da steppt der Bär. Siehst du, sogar der Bär macht mit und freut sich. Auf Berlin, genau. SL Yongro Korea, 17.09.2012. Das ist eine Arena. Und das? Das ist auch eine Arena. Weiß ich zwar nicht, ich behaupte das einfach nur, aber oh, guck mal, wie süß. Guck dir doch mal die Schnude an. Sieht aus wie der Adi. Der Adi hat auch immer so eine Schnude und guckt so. Und das ist der Hannes in Bayern, wenn er sich dazu entschieden hat, den Bart nach oben zu kringeln. Aber sieht auf jeden Fall mega stylisch aus. Oh, guck mal, sowas brauche ich für zu Hause. Auf jeden Fall. Ein Trinkwasserbrunnen-Gedings. Hannes, willst du mal trinken? Nee, wenn Bier rauskommen würde, ja gerne. Komm, das ist doch klar, natürlich, dass du trinken kannst. Ja, ich glaube, du musst zwar deinen Nüschel da durchhalten. Nee, Annette, warte mal. Das ist aber verwirrend. Und schon habe ich einen Hannes dazu gebracht zu trinken. Seht ihr, man muss sich nur doof anstellen. Und dann trinkt er. Ich trinke doch lieber Bier. Also wenn ihr beim GoFest, wenn euch die Getränke ausgehen, kommt her, füllt hier auf. Ihr habt ja kostenlos Trinkwasser. So, wir stehen jetzt hier vorm Beef Grill Club bei Hasir. Kennt ihr das? Ja. Beef Grill Club in Berlin. Und davor, also das ist der Eingang, ne? Das ist ein Schild und das ist ein Stier. Guckt ihr den mal an. Da ist auch alles schön beschriftet, dass ihr wisst, was was ist. Das ist der Chuck, der Norris wahrscheinlich. Das ist der Rib, ne? Das ist Short Rib. Hier ist
Short Plate, also der Hängebauch. Flank, weißt du Bescheid? Round the Ass. Wir haben noch Sirloin und eins haben wir vergessen. Vorschenk. Wir haben sogar noch eins vergessen. Brisket. Ich kenne nur Brisco Schneider. Der Schädel von Asado. Ach, und The Rock sein Tattoo, genau. Wer ist Asado? Asado ist ein Steakhouse in München. Asado ist wieder so ein japanischer Wrestler. Hannes, der kennt sich überall aus. Big in Japan. Welcome, welcome. Look at this. Das sieht aus wie das Bushido-Logo vom Album 12. Das könnte nicht besser passen. Nee, warte mal. 12 war, glaube ich, Sido. Oder 12 war Bushido und Sido. Ich weiß es nicht, sagt ihr mir das. Hier habe ich die zwei Hanseln gefunden. Guckt euch den Boden an. Lange Legge. Da liegt noch eine Maske. Ist doch okay. Ich höre doch zu, Pupsi. Alles wird gut. Wo sind denn wir hier? Wie in der Mall. The Mall of Berlin. Das ist doch auch schon wieder ein Wrestler aus der WCW. Berlin, der Alex Wright. Guck dir doch mal an. Bundesrat, glaube ich, oder was? Da ist ein Hannes sein Finger. Das ist der Bundesrat, das ist Mall of Berlin. Genau. Die Jungs laufen nämlich hier durch und der Ramses guckt sich auch mal die Stadt an, ne? Und jetzt mit dem zweiten sieht man besser. Also nach dem zweiten Bier nimmt man einfach mehr Reize wahr in der City. Mall of Berlin. Da gab es, glaube ich, einen. Guck mal. Ja, das war eigentlich schon alles. Grüße an Pierre an der Stelle, ne? Kennt ihr schon Wormland? Wormland im Land der Raketenwürmer. Das hieß, glaube ich, Tremors? Kennst du Tremors im Land der Raketenwürmer, den Film? Nee. Mit diesen riesengroßen, fetten, außerirdischen Würmern, die unter dem Boden waren und riesengroß. Das hat mich gerade daran erinnert. Genau, meistens alles Wüste und dann hast du immer nur gesehen, dass sich irgendwas bewegt. Und der eine sich dann auf diesen Stein verflüchtigt hat. Genau, die mussten immer auf die Steine, damit die nicht merken, dass die da, wenn das vibriert am Boden, sind die immer rausgeschossen und haben den gleich verspeist. Tremors. War cool. Tremors. Gibt es ja, glaube ich, auch vier Teile. Vier oder fünf Teile. Okay, ich habe aber bloß den ersten 10 wahrscheinlich. Hier wird geklatscht. Da ist eine Rutsche. Guck mal. Guck dir mal die Rutsche an hier. Da sitzt der Hannes und spielt Klavier. Da drüben kannst du in ganz melodischer Art die Rutsche runterrutschen. Und da kommst du auch ans Klavier. Der Mann ist vorher die Rutsche runtergerutscht, damit er jetzt... Oh, das ist so schön, ich kann gar nicht mehr weiter. Das erinnert mich an meine Kindheit. Mit dem zweiten sieht man besser. Also irgendwie muss ich gerade an Alola Kokowai denken und weiß nicht warum. Da ist immer noch die Rutsche. Ja, ich da ist immer noch der Hannes. Hey, Hannes, cool, du sitzt doch da unten, was machst denn du jetzt hier? Hannes ist ein Zauberer. Pierre, wenn du denkst, du kennst schon alles, dann hast du das noch nicht erlebt. Das ist das Haus vom Nico Laus. Und so langsam gehen mir die Playmobil-Männchen aus. Wem haben sie schon die Fresse eingetreten? Das tut mir aber leid. Das war der Beste. Der musste sich immer vorstellen, wenn es Stress gab. Wenn ihr eure Freunde mal komplett nerven wollt, dann kauft euch sowas hier. Die Nervgans. Eben war Hannes noch hier. Die Nervgans, ne? Das ist jetzt kein Tier, was den ganzen Tag Geräusche macht und die Nachbarn nervt. Das ist eine Waffe. Gans. Eine Gans. Das ist Englisch. Das ist G-U-N. Und ein NS ist auch dabei. Was? Ich glaube, der Hannes hat die Wrestling-Figuren gefunden. Aber guck mal hier, für die Shania. Ein Evoli. Und ein Pikachu. Jetzt könntest du dir hier natürlich die kaufen, dann musst du dir die nicht morgen beim GoFest kaufen. Hier ist sogar Gengar am Start. Guck mal, Gengar. Guck mal, Glurak hat hier den Mandel zu, Exhibitionist. Glurak ist am Start. Mann, hat der einen dicken Bauch. Hier hast du noch Lucario, da ist noch mehr. Hier ist Nachtara, ich werd bekloppt. Und irgendwie, ja, das schläft, das sieht gut aus.
Das liegt einfach so da. Kostet auch nur 50 Euro. Kannst du ja mal. Oh, guck doch mal. Guck mal. Kannst du hier so tun. Wir dachten eigentlich, wir haben das Paradies gefunden, ja. Aber, die alten WrestleManiacs. Aber guckt euch doch mal das an. The Rock, ne? Nichts gegen The Rock. Aber guck mal, wie der guckt. Ich bin The Rock. Der sieht aus, als hätte er gerade ordentlich. Naja, ich weiß es nicht. Seth Rollins. Super Bild. Und hier, oh, guck mal, Roman Reigns. Ach nee, der Aquaman. Hä? Ist doch nicht Seth Rollins. Die sehen alle ziemlich merkwürdig aus. Und dann zeigt mir Hannes, das setzt mir die Krönung auf. Shawn Michaels. Ihr kennt den HBK, den Heartbreaker, den Sexy Boy. Und dann packen die hier einfach die Glatzenfigur rein. Und ich habe keine Ahnung, was man damit anfangen soll. Das ist so schlimm. Das ist HBK, guck. Mit ganz viel verschiedenen Händen. Und hier, der sieht noch gut aus. Und hier, da hat er wenigstens Haare. Und der hat ja gleich eine Schaufel. Der muss heute noch den Garten umgraben. Also, ich weiß nicht. Also, die meisten davon sehen trotzdem richtig mies aus. Bitte. Das war's mit dem Relaxo. Verstehst du? Das muss so sein. So, wir waren jetzt hier in dem Smith Toys, ne? Das seht ihr das nochmal? Smith's Toys Superstore. Das war früher ja, glaube ich, mal ein Toys R Us und heißt jetzt Smith's. Und das ist die Tüte. Das haben wir jetzt gekauft. Und was da drin ist, das seht ihr irgendwann mal. Über 100 Euro Beute gemacht. Damit man auf dem GoFest nichts mehr kauft. Gerade haben mir noch zwei Leute angesprochen. Einer mit einem Snickers-T-Shirt, wo Snitchers drauf stand. Die kam aus Coburg. Gucken öfters mal Videos von mir. Fand ich auch cool, haben kurz gelabert. Da haben die das Pikachu entdeckt, ne? Ganze Überraschung verdorben jetzt. Aber guckt euch den Berlin an. Nein, also Grüße an die Coburger. Ne? Coburg, damals immer legendäre Raid-Touren gemacht, alles hin und her. 100% Entei aus Coburg damals mitgenommen, aber mittlerweile nicht mehr in Coburg unterwegs. Aber Coburger gucken den Ramses. Finde ich gut. Und jetzt in DM. Hannes braucht Nagellack. Das ist der Nagellack vom Hannes. Extra matte, Top Coat. Stehe ich nicht. Du hast sogar keine Haare. Nee. Welche Farbe hat euer Nagellack? Schreibt es mal in die Kommentare, wenn ihr der Hannes seid. Ne? Schreibt es auch rein. Mal gucken, ob der Hannes das macht nachträglich. Und das ist Berlin. Guckt dir das an, wie es aussieht. So sah es aus wie bei die Critters. Kennt ihr noch die Critters? Das ist auch so ein Horrorfilm von damals. Wollen wir mal die Tür aufmachen? Nein, da steht ja, bitte nicht die Tür öffnen. Mal gucken, was passiert. Und dann Spaß. Da ist Pupsi. Die pupst zwar gerade nicht, aber die sucht was. Und ihr seht hier, dass im Prinzip alles hässlich ist, was da drin ist. Aber das ist hier so, ist das nicht von, ist das von Pepper Woods? Ja. Ist auch hässlich, gut. Sind wir uns ja einig. Das ist noch okay. Das ist nämlich der Captain America und der erotische Mann. Die sind da, aber der Rest ist halt wieder hässlich. Sieht aber gut aus, kann man mal mitnehmen. Kann man mal abfilmen. Berlin. Wenn ihr auch so ein Auto haben wollt, schreibt es mal in die Kommentare. Unter allen Kommentaren verlosen wir dieses Auto. Spaß, ist ja nicht unseres. Ihr kleinen Schlingel, ihr. Und guck mal, hier gibt es auch T-Shirts, ne? Mein Gott, hilf mir, diese tödliche Liebe zu überleben. Verstehe ich nicht. Hat Berlin was gegen Homos? Ich weiß es nicht. Die knutschen sich. Was soll das heißen? Was macht der Bär? Der Bär, der steppt, aber der hat eine Brille auf, eine Sonnenbrille. Das ist viel zu arrogant. Das ist Berlin. Ohne die Sonnenbrille, gutes Design. Mit Sonnenbrille kannst du in die Tonne werfen. Steppt bei euch auch der Bär? Findet ihr den Bären arrogant? Schreibt es mal in die... Ist gar keiner mehr da. Ramses ist ganz alleine. Da steppt der Bär. Ihr könnt ihr natürlich auch Berliner Mauer kaufen, ne? Wenn ihr das braucht für zu Hause, gibt es in vielen Variationen. Gibt es zum Beispiel im Zertifikat, das darf nicht fehlen, Original Berliner Mauerstein. Sieht ja eigentlich ganz chillig aus in diesem Tütchen mit zwei Bröckle drin. 13. August 61, 9. November 89. Ein Stück Geschichte.
Dann gibt es hier so andere Aufbauten, die ihr auch erwerben könnt. Dann gibt es hier eingerahmt in so einen Anhänger. Hier gibt es das in so Glaskästen. Das sieht auf jeden Fall auch genial aus. Irgendwie. Oder hier nochmal mit dem Bild hinten dran. Hier nochmal die Mauer, Sewol, Lemur, Berlin. Also da wird sich auf jeden Fall Mühe gegeben. Und ja. Würdet ihr sowas kaufen? Schreibt es mir in die Kommentare. Hier gibt es auch Curry Paule in der Flasche und im Glas, wenn ihr das kennt. Wäre ich nicht so geizig, würde ich das mitnehmen. 50 Euro für Pikachu ist in Ordnung. 5 Euro für Spreewasser, da gucke ich auch gleich noch hin. Guck, 4,99 für Curry Paule. Bei mir ist auch so wenig drin. Im Endeffekt schmeckt es so ganz normal. Der sieht mir zwar sympathisch aus hier, der hat eine Brille auf. Sieht aus wie Family Guy. Oder habt ihr hier Curry Paule auch im Glas? Da ist schon direkt Currywurst geschnitten drin, was ihr so essen könnt. Erinnert mich an diese Näpfchen von die Höhle der Löwen. Was halt auch mega überteuert war, aber da lieber sowas unterstützen. Den Mann vor Ort, anstatt die Höhle der Löwen. Das war das Schlimmste, was ich je machen konnte. Aber ist mir trotzdem zu teuer. Jetzt muss ich mal gucken, was der Hannes da hatte. Der hat gerade Spreewasser gehabt. Was ist denn das? Spreewasser. Spreewasser oder das hier. Meine Leute waren in Berlin und alles, was sie... Meine Leute waren in Berlin und alles, was sie mir mitbrachten, war dieser scheiß Likör. Das ist doch genial. Grüße aus Berlin. I love Berlin. Dann haben wir hier Nachtschwärmer. Made in Germany. Wir haben Spreewasser. Wir haben hier Spreeschlamm. Und wir haben Taubenschied, ne? Also schön, wenn die Taube dir auf den Kopf, was auch immer. Waldmeister Cremelikör ist das übrigens. Das ist Sahne-Cremelikör. Das ist Eismint mit Wodka. Oha. Nachtschwärmer ist Lakritzlikör, habe ich noch nie getrunken. Das ist Erdbeerlikör, das wäre was für Pupsi. Und der Scheißlikör besteht aus saure Kirsch. Sieht auf jeden Fall auch genial aus. Gibt es auch mal noch in so schrägen Flaschen, die da stehen, mit Bügelverschluss und so rübergehen. Aber für 7 Euro Lakritzlikör, da bin ich wieder raus. Aber ihr habt es mal gesehen. Nein, nein, nur die Dose. Ich danke dir. So, eigentlich steht immer noch der Community Raid aus. Henry hat auch schon gefragt, im WhatsApp gerade habe ich gesehen, ob wir den Community Raid noch machen. Wir müssen aber eigentlich 15 Uhr im Hotel erstmal sein und uns anmelden, einchecken, damit wir dann überhaupt noch Zugang haben, sonst verfliegt die Reservierung. Ist nämlich auch noch nicht bezahlt, muss man fortbezahlen. Deswegen sind wir eigentlich auf dem Weg zum Hotel, von einer S-Bahn in die nächste, eine U-Bahn in die nächste, wieder S-Bahn, U-Bahn, SUA, die ganze Zeit hin und her. Immer nächsten Anschluss verpasst, wieder da sitzen, wieder gewartet, wieder gemacht, ein ewiges hin und her. Jetzt sitzen wir schon wieder hier oben. Das ist der Hannes, ne? Das ist nicht der Hannes. Aber der Hannes hat was anderes, und zwar... Maya. Hallo, hallo Maya. Das ist keine Maya, das ist ein Pikachu. Aber der Hannes hat was anderes noch hier drin. Der hat nämlich vorhin extra vorgesorgt für solche Fälle. Ach hier, der will sich die grüne Soße reinhauen. Die ist was anderes. Der Hannes hat nämlich jetzt Berliner Pilsner. Da kannst du dir mal eine aufmachen. Und dann filme ich das mal. Und dann filmst du mich mal. Und dann haben wir ja jetzt Zeit. Und können dann noch ein bisschen rumwuseln. So muss das aussehen. Wunderbar. So Hannes, eins für dich, eins für mich. Das geht ab. Das ist richtiger Münchner, guck dir den an. Yo, das bin ich, das ist nix. Das war eine Luftnummer, ne? Dann Prost, Hannes, auf dich. Prost. Auf die S-Bahn, auf die U-Bahn und auf alles. Ciao. Auf meine Hand. Was hast du denn jetzt gemacht? Hast du dir eine Cola geholt? Ja. Gab keine Cola mehr. Und deswegen hast du jetzt gleich Ausschlag gekriegt, weil du keine Zitrone verträgst. Pfui, Deibel ist es herb. Dem Hannes schmeckt's, aber pfui Deibel ist es herb.
Ich hab's die ganze Zeit auf der Zunge. So herb ist es. Dem Hannes schmeckt's. Mir ist nix, ich trink's trotzdem. So, ich stehe jetzt hier vor Ibos Cap Up. Ne? Da steht hier oben auch dran. Ibos Cap Up. Sieht auf jeden Fall sehr interessant aus. Hannes ist da schon mal eingedrungen. Hannes steht da drin und kauft gerade Getränke. Und ihr seht ihr, was es da noch Leckeres gibt. Döner, Dönerbox, Falafel, Bulette, Currywurst, mit Pommes, Hamburger, Halloumi, Burger. Und eigentlich stehen wir nur hier, Rams ist im Rotlicht, weil wir den Anschluss schon wieder verpasst haben. Wir hätten gerade zum Bus gemusst. Wir stehen da rum und der Bus fährt einfach an uns vorbei. Hat gar nicht angehalten. Jetzt müssen wir wieder einen anderen suchen. Es ist ein Rumgehetze durch die ganze Stadt. Also München, München ist Gold. Berlin, Stress pur. Jetzt erstmal Lausitzer Porter. Vielleicht liegt es auch daran, weil der Hannes immer zu säuft, dass er jeden Zug verpasst. Jeden SUB-Bahn-Bus. So, wir sind jetzt eigentlich Rudower Straße. Normalerweise werden wir jetzt letzte Station, jetzt aussteigen und eigentlich direkt da. Jetzt hat Pupsi nochmal geguckt nach der Adresse, plötzlich steht da 1 Stunde 45 Fußweg. Sie wollte nicht mehr, sie hat die Nase voll gehabt. Ich bin jetzt einfach hier rüber, da waren zwei nette Herren auf dem Balkon. Bin ich rübergelaufen, da waren zwei nette Herren, da war noch eine Dame dabei, habe ich die gefragt. Rudower Straße, wollten wir ja eigentlich hin hier zu dem Hotel. Haben sie gesagt, kein Problem. Hier vorne, links rein, bist du da oder warte, ich komme gleich runter. Wir können auch mit dem Bus fahren, eine Station direkt raus, ist es genau gegenüber. Jetzt hat Pupsi ihren Standort aktualisiert und jetzt zeigt das Handy auch an, dass es eigentlich vorne links rein und wir sind da. Was für ein Hackback, was für ein Chaos, aber zum Glück hat man ja einen Mund und kann auch mal nette Menschen fragen. Fand ich richtig korrekt, die zwei Kollegen da auf dem Balkon. Richtig cool, das ist Berlin. So, wir sitzen schon wieder im Bus. Es klappt alles wie am Schnürchen, nachdem wir jetzt die ganze Zeit dachten, wir sind falsch. Und es dauert 2 Stunden bis zum Ziel. Und die netten Herren gesagt haben, Quatsch, das ist direkt hier um die Ecke. Wir jetzt um die Ecke waren, haben wir jetzt vom nächsten Hotel gehört. Wir sind im ganz falschen Bezirk. Es gibt selbst in diesem Bezirk 2 Rudower Straßen. Es gibt im anderen Bezirk mehrere Rudower Straßen. Das Hotel ist wirklich noch 2 Stunden entfernt. Wir sind die ganze Zeit einfach mit der falschen Postleitzahl in die falsche Richtung. Irgendwo hin, keine Ahnung. Hannes ist durstig, das heißt, Hannes macht gerade Bier auf, glaube ich. Wir sitzen jetzt hier rum. Die Stimmung ist irgendwie so ein bisschen betröppelt. Es fängt auch an zu regnen, also es passt einfach alles perfekt. Das ist der Hannes, ne? Ja, ja. Das ist ein Hannes sein Bauch. Das ist ein Hannes sein Gesicht. Genau. Das ist ein Hannes sein Bauch. Ansonsten flackert es da oben rot und wir haben immer noch nichts gegessen. Pupsi hat sich heute schön beim Burger King 2 Cheeseburger, also einen Cheeseburger und einen Chili Cheeseburger gegönnt. Hannes so, ach komm, ich esse nachher gleich. Ne? Seitdem die ganze Zeit nur unterwegs, nur Stress und mal gucken. Wir mussten eigentlich bis 17 Uhr beim Hotel sein. Schafft man nicht. Es hört auch keiner, wenn du da anrufst. Es hört keine Sau, du kannst auch nichts abklären. Mal gucken, ob wir überhaupt noch ein Zimmer haben heute. Aber keine Sorge, wenn alle Stricke reißen, ich habe immer noch meinen Pikachu. Guck, schon ist die Welt ein besserer Ort. Oh mein Gott. Ich glaube, wir haben es geschafft. Wir haben das Hotel gefunden. Wir sind angekommen. Nochmal 10 Jahre später. Es regnet nicht, aber es tropft gerade auf meinen Arm vom Baum. Das ist das Hotel. Azimut Hotel und wir sind richtig, weil genau daneben ist der McDonald's und da vorne ist die Shell und dann hinter ist der Aldi. Das heißt, man könnte sich jetzt im Mega setzen, aber wir gucken mal, ob wir was richtig Cooles zu essen finden hier in der Umgebung. Ich würde jetzt noch eine kleine Roomtour machen vom Hotel, gucken, dass ihr vielleicht irgendwas zu essen dann und dann vielleicht Ramses Kitchen Folge oder einfach in den Vlog rein. Die zwei haben auf jeden Fall jetzt die Nase voll. Das ist der Roller, mit dem wir noch nie gefahren sind, aber wo mein Sack jetzt drauf hängt. Ich hoffe, ihr habt eine bessere Anreise gehabt und es ging alles problemlos. Das ist wichtig. Ich filme jetzt einfach mal heimlich das Hotel ab. Guck mal.
Guck mal, Fahrstühle. Guck mal, Karte. Guck mal hier. Und da hinten ist eine Theke, da kannst du Bier trinken. Ja, feinstes Ledersofa, guck dir es an. Feinstes Leder. Ist ein bisschen düster. Die haut auch schon wieder ab. Guck dir den Boden an. Guck nicht auf den Boden. Aber guck dir den Boden an. Wir laufen jetzt mal hier durch und suchen mal Hannes sein Zimmer. Schau mal, wie das aussieht, wenn man hier reingeht. In Hannes sein MTV Cribs. Bäm, und alles kaputt. So, hier, zack, zack, zack. Hier Tür, das bin ich. Überall angestempelt. Kurz mal hier reingeleuchtet. Durch dieses Bad. Hier ist noch hier Kekse auf dem Bett. Da ist ein Fernseher, da ist eine Lampe, da ist Gerold Steiner. Oh. Und hier sind Lotus Biskow, sind's irgendwas. Pupsi sagt, unser Zimmer sieht wahrscheinlich ganz genauso aus. Das wollen wir jetzt aber gucken, ob das wirklich so ist, und gehen wir kurz bei uns rein. Hallo Pupsi, hallo. Ich sehe dich. Hast du auch Bock auf Brechfest-Zeit? Aber langsam habe ich ein bisschen Hunger, Bubi. Ja, Brechfest. Kennt man doch. Erst essen und dann... So, das Zimmer ist halt so wirklich identisch. Aber unser Gerold Steiner steht hier im Regal. Da habt ihr ein paar Handtücher. Ihr habt ja trotzdem eine Tür, die zum Bad führt, ne? Wo ihr hier reingehen könnt. Habt ihr also Dusche. Habt ihr einen riesen fetten Spiegel, Toilette, Waschbecken, alles am Start. Ich habe schon mal Licht angemacht. Hier die Betten mit den zwei Biscuits drauf, die Kekse, Rucksack, zack, Fernseher. Unser Fernseher ist an der Wand. Hannes seiner steht auf dem Tisch. Wir haben hier ein Telefon, Steckdosen, Lampe. Der Hannes hat eine Lampe zum Hinstellen. Das ist hier so eine, ne? Und hier ist wie so ein Sofa, so eine Sitzecke, eine Sitzgruppe nochmal. Und es ist alles spiegelverkehrt. Also gezielt, es ist fast ähnlich, aber es ist irgendwie doch anders. Wir wollen uns jetzt gleich unten nochmal treffen. Und dann wollen wir sicherlich erstmal los, wollen was zu essen suchen, müssen nochmal was einkaufen. Es ist ja gleich ein Aldi auch in der Nähe. Mal gucken, was wir noch so finden. Also es geht noch ein bisschen weiter. Mal gucken, was es zu essen gibt. Ich habe so einen Knast, ne? Ganzen Tag noch nichts gegessen. Es ist gleich 18 Uhr, noch nichts gegessen. Jetzt also gleich erstmal Frühstück machen. So, dahin wird gerade jemand abgestochen. Wir waren jetzt hier in diesem Aldi. Das ist der Aldi. Denn jetzt geht's los. Wir wollen nochmal schön jetzt von hier aus die Gegend erkunden. Der Hannes, der hat sich jetzt hier so ein schönes Schultheiß-Pilsner gegönnt. Schultheiß, gebe ich einmal hier rüber. Das packe ich mal kurz nach da. Noch nicht aufmachen, bist du verrückt. Und dann habe ich hier gesehen, gab es Dr. Pepper Vanille Float. Floating Bro, kennt ihr das? Und wenn ihr schon das normale, also das unnormale Dr. Pepper mitnehmen, müsst ihr auch das normale Dr. Pepper mitnehmen. Jetzt kann der Hannes nämlich mal das Bier aufmachen. Das Dr. Pepper ist ganz schön süß, das Zeigel. Das schmeckt nach Pfeffer, genau. Süßes Pfeffer, so wie auch immer. So, Hannes, du bist der Hannes. Woppa, so sieht es gut aus. Eglor. Prost, Hannes. Wir sind immer noch auf der Suche nach einem Community Raid. So, wir haben das erste Restaurant gefunden, wenn ich es mal so nennen mag. Das ist nämlich hier, guck mal. Hachi Baba, Döner, Pizza, Burger and More. Das sieht man auch nochmal hier drüben an dem Schild. Holzkohlegrill, Hachi Baba, Döner, Pizza, Burger, Moa. Ich glaube, wir sind noch nicht ganz überzeugt, obwohl das eigentlich einen guten Eindruck macht. Also dieses Logo gefällt mir, die Schrift gefällt mir, diese Leuchtreklame, dieses Schild hier oben drüber. Aber ich glaube, Pupsi will noch mal weiter gucken, oder? Daneben ist ein Schiedermann. Ich glaube, da können wir uns auch nicht einigen. So, zweite Station. Wir haben jetzt einen Gyros Express gefunden. Das ist jetzt nicht beleuchtet. Das ist alles hier blau gehalten. Da seht ihr oben die Schrift Gyros Express. Hier ist auch noch ein Logo mit dran. Seit 1994
auch griechische Spezialitäten, griechischer Grill, Gyros Express, alles was man so kennt. 4,50 für einen Döner, bei dem anderen waren 6 Euro. Aber wir müssen erstmal weiter zu den Tropius Passagen und dort schauen wir uns mal um. Komm, du läufst gefühlt 5 Meter und hast theoretisch den nächsten Döner an der Seite, der wieder komplett anders aussieht. Balim. Können wir mal kurz hier die Karte zeigen, wie das aussieht mit Balim? Sieht eigentlich alles freundlich aus in einem orangen Look. Hier an der Seite ist noch mehr. Balim. Gropiusstadt. Habe ich auch noch nicht gesehen. So ein richtiger Wagen, ne? Mit einer orangen Schrift, alles drum und dran. Sieht alles sehr gemütlich aus. Da oben seht ihr nochmal die Schrift. Balim. Das eine ist richtig beleuchtet, sieht aus wie ein Spielcasino. Das nächste sieht aus, alles blau, alles griechisch, alles so. Dann hast du das Orange, das Gegenpendant. Hier auch der Döner, 6 Euro, wie ich gerade gesehen habe. Ich glaube, ich werde heute noch Döner essen. Aber wir ziehen erstmal weiter. Ich muss mich übrigens korrigieren, das heißt nicht Tropius Passagen, das heißt Gropius. GP Gropius. Deswegen stand dort auch irgendwas mit Gropius dran. Und hier ist gleich ein Orion. Aber da will ja keiner hin. Ah. Hier gibt es sogar einen JD Sports Laden. Riesengroßes, fettes Logo dran. JD. Da steht dann nochmal JD Sports an dem Schaufenster dran. Es gab ja damals so eine Aktion, dass es gesponserte Pokestops bei JD Sports Läden gab. Und wenn man da hin ist und den gedreht hat, hat man exklusive Klamotten bekommen für sein Avatar, die man dann anziehen konnte. Ich weiß nicht, das Ganze war wahrscheinlich begrenzt. Mittlerweile gibt es das nicht mehr. Aber wenn ihr ein JD Sports T-Shirt habt oder irgendwas da mitgemacht habt, schreibt es mal rein. Ich habe mir damals was geholt. Ich weiß aber gar nicht mehr, was das war. So, wir haben jetzt endlich es geschafft und haben den Community Raid gemacht. Es war so ein Chaos. Wenn ihr den Community Raid geguckt habt, ja, ihr müsst am Sonntag wahrscheinlich online gekommen sein. Wisst ihr, was ich meine, was für ein Chaos da war. Jetzt sind wir endlich angekommen. Es ist 7:30 oder so, um 8 macht alles zu. Wir kommen jetzt erst dazu, das erste Mal heute was zu essen. Wir sind jetzt hier bei Golden Burgers gelandet. Das kann ich euch mal ganz kurz zeigen. Hier steht Golden Burgers drüber. Und da werden wir jetzt was essen. Und was? Das habt ihr wahrscheinlich in einer Folge Ramses Kitchen gesehen. Oder seht es noch? Weiß ich noch nicht genau. So, wir haben jetzt also gespeist, sind jetzt noch mal im Kaufland versunken. Wir müssen nämlich noch was für die Nacht kaufen, beziehungsweise auch für morgen. Extra, weil du ja über 0,33 nichts mit reinnehmen darfst, hat Pupsi jetzt diese kleinen, pieplichen Cola-Flaschen entdeckt. Die sind so klein und piepelig. Du nimmst einen Hieb, da ist sie leer. Und die musst du dir jetzt immer wieder auffüllen. Richtig gut gemacht, Niantic. Ihr seid die Besten. Und was ist genauso rot wie der Deckel von der Cola? Das Red Eric Faxe. Guckt ihr das an. Ihr kennt ja vielleicht hier das normale Faxe, das Weiße. In dieser Sonderedition, das hat ja auch der, wie heißt der, Edward, Sir Edward vorgestellt. Das hat damals der Hannes schon gesehen mit diesen Bogenschützen alles, diese ganzen super Motive, die man da sammeln kann. Hier mit den Tieren drauf, mit den dicken, fetten und hier der säuft. Und jetzt, das habe ich bisher einmal gesehen. Das hat die Shania mitgebracht als Gastgeschenk. Faxe Red Eric. Ich finde, das hat einfach die coolste Dose. Das sieht einfach richtig genial aus. Diese goldene Verzierung, alles was da dabei ist. Das ist auch mega stark. Das hat hier 6,5. Gut, so stark ist es dann doch nicht. Habe ich bisher einmal getrunken. Einmal in meinem ganzen Leben gab es bisher Faxe Red Eric. Habt ihr schon mal Faxe Red Eric getrunken? Schreibt es mir in die Kommentare. Ich suche jetzt die anderen. Wir gehen hier raus. Wir nehmen noch ein bisschen was mit für morgen. Dann fahren wir jetzt zurück zum Hotel. Der Rest ist eigentlich egal. Den Rest haben wir eigentlich fertig. Und würde ich sagen, ist der Pflock wahrscheinlich auch gleich zu Ende. So, obwohl wir eigentlich schon Abendbrot gegessen haben, sind wir auf Rückweg jetzt nochmal hier vorbeigekommen beim Gyros Express. Guckt es euch an, der Gyros Express. Und Pupsi hat sich nochmal 3 Döner mitgenommen. Was er nicht schafft, esse ich halt dann auch nochmal mit abends. Dann gab es noch eine schöne gekühlte Mezzo-Mix beim Gyros Express. Und an der Ampel standen 2 Leute.
ein bisschen fülliger, muss es so sagen. Und nicht so, die spielen Pokémon Go. Beide Hände in der Hand, wir stehen so an der Ampel neben denen. Pupsi guckt rüber, die spielen ja wirklich Pokémon Go. Wir sind dann direkt neben denen gelaufen. Ich habe so die Dame angesprochen, so, Entschuldigung, wart ihr heute im Britzer Garten? Ich dachte vielleicht, waren die heute dort und haben da gespielt? Oder sie gehen dann am Samstag hin und dann sagen die, excuse me, we don't understand. Und ich denke, oh, da sprichst du einmal irgendjemanden hier an und dann sind das wirklich Pokémon Go Spieler. Aber nicht von hier, sondern auch nur zugereist, angefahren, eingereist, wie auch immer. Habe aber auch Tickets für morgen. Wir haben ganz kurz versucht, ein bisschen Konversation zu führen. Also die sind auch morgen am Start. Heute Sightseeing, morgen Catch, 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 Catching und so weiter. Finde ich doch genial. Das wird morgen bestimmt richtig Hammer, wenn der ganze Garten, der ganze Britzer Garten überfüllt ist. 1000 Millionen Leute, 3.000.000 Nationalitäten. Also ihr seht Franzosen, Italiener, Japaner. Alles andere, was es sonst noch gibt, Amerikaner. Die werden ja von der Yandex schon extra eingeliefert. Aber das ist wieder ein anderes Thema. Wir laufen jetzt weiter, denn das Hotel ist in die Richtung da. Moment. Das Hotel ist in die Richtung da. Und dann werde ich gleich nochmal gute Nacht sagen. So, das war also Tag 1. Berlin, Berlin-Vlog. Wir sind jetzt im Hotel. Wir haben jetzt noch Döner hier auf dem Hotelzimmer liegen. Wir haben ein paar Getränke noch dabei. Hannes ist jetzt auch bei sich im Zimmer. Pupsi ist gerade im Bad. Ich will mich dann auch frisch machen, einfach nur noch ins Bett legen. Mir tut alles weh. Es war so ein Heidenstress. Ich habe die ganze Zeit gefroren, weil es übelst kalt war. Dann hat es immer zu geregnet. Dann war es wieder normal. Es war ein Hin und Her mit dem Wetter, ein Hin und Her mit den Verbindungen, den Zügen, den Bussen, den Straßenbahnen, den U-Bahnen, alles Mögliche. Aber morgen im Park, das wird auf jeden Fall mega entspannend. Und warum? Ihr seid einfach in dem Park, ihr haltet euch einfach irgendwo auf, ihr habt Sitzmöglichkeiten oder setzt euch in die Wiese, es ist alles Natur, ist gechillt, man hält vielleicht mal ein Pläuschen, man fängt ein bisschen nebenbei, aber vor allem nicht dieser Traffic, dieser Verkehrschaos mit Bus, Bahn und was weiß ich noch alles, also das morgen auf jeden Fall gar nicht, deswegen freue ich mich trotzdem auf morgen. Es war heute wirklich einfach die Hölle. Dortmund war nicht so schlimm. Dortmund bin ich mit dem Auto gefahren damals. Dortmund hingefahren, ins Hotel gefahren, zum Park gefahren, nächsten Tag geparkt, fertig, bam. Das hat gepasst alles, ja. Jetzt hier so, du bist komplett aufgespissen. Und Berlin ist halt einfach nochmal, Berlin ist so groß, du bist einfach am Arsch. Ich freue mich auf jeden Fall auf morgen. Mal gucken, wen man alles trifft. Und mal gucken, wie die Ausbeute ist. Aber es soll auf jeden Fall um das Feeling gehen, was man dort erlebt und was für Nationalitäten da alle rumrennen. Deswegen würde ich sagen, war es das von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal dahin. Wir sehen uns das nächste Mal. Bis dahin. Peace out. Vorhaut euer Ramses. Und gute Nacht. Und das Licht aus.